schnell mal bei der Autofahrt eine neue Navigationsroute starten, während des Radfahrens nach einer Wasserflasche greifen oder auf dem E-Scooter nach dem Smartphone kramen. All das sind Szenarien, die wohl viele Verkehrsteilnehmer kennen. Doch wie gefährlich solche Ablenkungen während der Fahrt sein können, hat der ADAC in Zusammenarbeit mit mehreren Kooperationspartnern getestet. Die Ergebnisse sind eindeutig und erschreckend. Im Ergebnis konnten wir feststellen, dass egal wie fit sich die Personen gefühlt haben oder egal wie erfahren sie auch waren, letztlich haben sie alle während der ablenkenden Bedingungen gravierende Fehler gemacht. So sind 9 von 10 Autofahrern gegen ein Hindernis geprallt, das plötzlich aufgetaucht ist. Jeder 7. E-Scooter-Fahrer hat die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Aber auch die Radfahrer hatten große Schwierigkeiten, ihre Spur und ihr Tempo zu halten. An den Testfahrten nahmen insgesamt 45 nachweislich gesunde Personen teil. 25 Männer, 20 Frauen. Alle im Alter zwischen 20 und 35 Jahren. Zum Testzeitpunkt waren alle Teilnehmer leistungsfähig und konzentriert. Dies wurde durch verschiedenste Untersuchungen im Vorfeld der Fahrten belegt. Der wahre Untersuchungszweck wurde den Teilnehmern im Vorfeld nicht verraten. Die Zahlen der Testergebnisse sprechen für sich. So wären beim Navi-Test im Auto knapp 90% der Versuchspersonen im Ernstfall verunfallt. Beim Fahrradfahren haben durch Ablenkung 21% der Testpersonen nicht beim Stoppschild angehalten, 11% konnten nicht zielgenau stehen bleiben, Abbiegezeichen wurden deutlich unterlassen und das Fahrttempo verringert. Und beim E-Scooter hat insbesondere die Smartphone-Aufgabe zu Problemen geführt. Es war sehr anstrengend, sehr kompliziert, nicht umzufallen, aber ja, es hat funktioniert, aber es war schon sehr, sehr anstrengend. Ich habe es nicht geschafft, die Mineralwasserflasche zu öffnen und zu trinken, und es war doch schwieriger als gedacht. Fazit: Ablenkungen während einer Fahraufgabe, egal ob beim Auto, beim Fahrrad oder E-Tretrollerfahren, gehen zu Lasten der Verkehrssicherheit. Schwere Unfälle können die Folge sein. In Summe ist das Risikobewusstsein bei den Verkehrsteilnehmern noch immer nicht angemessen ausgeprägt. Das gilt eben auch für die Radfahrer und E-Scooterfahrer. Denn niedrige Geschwindigkeiten und eine vergrößerte Wendigkeit sind keine guten Schutzfaktoren vor schweren Verletzungen. Eins sollte jedem klar sein: Man selbst ist sich selbst der beste Schutzengel, indem man Gefahren meidet und nicht darauf vertraut, in kritischen Situationen diese bewältigen zu können. Die ausführlichen Ergebnisse der Ablenkungsstudie können Sie unter adac.de nachlesen. Und vielleicht bleiben mit diesem Wissen die Hände häufiger am Steuer und die Augen auf der Straße.